Liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem weiteren Gameplay-Check. Heute gucken wir uns die Zone of the Enders HD Collection von Konami an, die ganz frisch für Xbox 360 und PlayStation 3 erschienen ist. Dabei handelt es sich um, ja, im Endeffekt das HD Remake zwei super guter PlayStation 2 Games, die von Hideo Kojima produziert wurden und bei Fans wirklich beliebt sind. Und ich bin echt froh, dass diese Spiele in HD nochmal erscheinen, weil ich damals, als diese Spiele aktuell waren, nie die Gelegenheit hatte, sie durchzuspielen. Ich habe sie immer wieder bei einem Kumpel angespielt, aber nie wirklich, oder ich konnte halt nie wirklich eintauchen. Und das hole ich jetzt mit der HD Collection definitiv nach. Ich würde jetzt sagen, wir gucken uns zuerst mal Zone of the Enders an, das erste. Und ich weiß nicht, ob wir es in diesem Video verpacken, ansonsten mache ich noch ein zweites Gameplay-Video zu dem zweiten Teil, ist glaube ich sogar besser. Dann können wir es zeitlich ein bisschen einteilen und sagen, okay, Viertelstunde zu Teil 1, Viertelstunde zu dem zweiten Teil. Hier ist jetzt Intro-Sequenz, ich schweige einfach mal, schauen wir uns die mal an. Okay, da das ein reiner Intro-Trailer war, habe ich den jetzt mal übersprungen. Hat ja noch nichts mit der Story zu tun. Grundvoraussetzung für jemanden, der Zone of the Enders spielen möchte, ist, dass dieser jemand A, Anime-Fan ist und B, auf Mechas steht. Weil die kommen natürlich auch in diesem Spiel vor und das nicht zu knapp. Wir haben jetzt hier ein paar Auswahlmöglichkeiten im Hauptmenü. Einmal neues Spiel, Spielladen, die Optionen und zurück zur Spielauswahl. Und das finde ich super. Dieser Punkt muss in jede HD Collection rein. Namco Bandai, ich spreche mit euch. Weil bei der DBZ Budokai HD Collection fehlte dieser Punkt. Das heißt, wählte man Budokai 1 an, musste man spielen und dann im Endeffekt die komplette oder das komplette Spiel neu starten, um zum Beispiel Budokai 3 zu beginnen. Das fand ich scheiße. So, also, wir haben hier. Wenn ich auf neue Spiele gehe, Schwierigkeitsgrade, einmal einfach, einmal normal, einmal schwierig und einmal sehr schwierig. Wir spielen das Ganze einfach auf normal. Einfach auf normal. Guter Wortwitz, hä? Und gucken, was da auf uns zukommt. Jetzt kommt die Story bzw. die Einleitung und jetzt halte ich meine Klappe. And I will secure target Alpha after we enter through the colony shaft. You go in through the skylight and slash and hide ray. I'll carry out diversionary tactics. After that, you will confirm target Bravo is secure. Roger. Viola. Yes, sir. Don't let your personal feelings intrude. Over and out. Well, it's time to play. So viel also zum Intro. Ein Mecha-Angriff auf eine Basis im Weltall. Am Planeten Jupiter. Thank you.
Das hat sicherlich wehgetan. I've taken control of Sector 03 by driving away the flies that scourge our Earth. Still no reaction from Target Bravo. I've managed to get inside the main shaft. Don't forget, Viola. If the target is still alive, you are to withdraw. No, I'll just destroy it. Don't underestimate them, or you'll end up dead. That's what I'm waiting for. Hideo Kojima typisch ist natürlich das Intro ein wenig lang, der Platten. Aber damit müssen natürlich Fans des japanischen Spieleentwicklers leben. Jetzt geht's ab. Jetzt geht die Luzi ab. Das Spiel geht also sofort von 0 auf 180, wie ihr seht. Da ist nicht viel Story-Erläuterung. Zack, feindlicher Angriff. Zack, Ärger. Und jetzt geht's auch schon los. Good morning. Ready for combat operation. Und Leo weiß gerade nicht, wie ihm geschieht. Die Roboter sehen sehr gelungen aus, auch heute noch, finde ich. Also allein vom Design her sehr schick und die HD-Aufpolierung tut dem Spiel wirklich sehr gut. Mal kurz gucken, wie das hier funktioniert, weil man wird sofort ins Spielgeschehen gerissen. I have confirmed that the target has seized all functions. You are correct. You did win. Who are you? I am Ada. The advanced battle computer of this Jehuti. I detect that you are not the frame runner who was scheduled to pilot the orbital frame. No, I'm not. I just ran in here while trying to escape. Whoa! I have detected several targets exterior to the hangar, unable to confirm the exact number from this position. Move outside following the direction of the arrow. How do I do that? Do you want me to explain how to manipulate the frame? Please! Roger. Okay, jetzt gibt es doch ein kleines Tutorial, Training für Bewegung. So. I will begin explaining move. Move forward, backwards, right and left, using the left stick. Das ist natürlich vollkommen klar. The Y button is to rise or ascend, and the A button is to descend. Mit Y und A können wir steigen und senken. Depending on the distance from the enemy. This is close range condition. This is long range condition. That is all for the explanation of move. Okay, weiter geht's mit Sturz im Endeffekt. So, ich guck noch mal kurz, bewegen ist also alles geklärt. Passt. Dann Sturz und Stoß. You will begin to dash if you press RT while moving. It is useful when you want to move rapidly and dodge an enemy attack. If you are not moving, also der Schub ist wirklich hilfreich, vor allem auch später. I will explain how to use burst later. That is all for the explanation of dash and burst. Okay, verstanden. Normale Attacke.
I will begin explaining normal attack. When the target is distant, press the X button, which will fire a shot. In close range conditions, you will initiate a flash. Also sind wir weiter vom Gegner weg, X drücken zum Schießen, sind wir nah am Gegner, X drücken, um mit so einem Schwert quasi zuzuschlagen. I will begin explaining dash attack. While dashing in a distant condition, press the X button to fire. So, wenn wir in diesem Sturzmodus sind und dann X drücken, dann feuern wir mehrere Salven gleichzeitig ab. Und wenn wir nah beim Gegner sind, haben wir dann so einen Vorstoß mit einem Schwerthieb. Alles klar. I will begin explaining burst attack. While bursting in a distant condition, press the X button to fire a burst shot. While bursting in a close condition, press the X button to initiate a burst slash. That is all for the explanation of burst attack. Also nichts Kompliziertes. Deckung. I will begin explaining guard. Press RB to assume a guard. Schön ist auch, dass das Tutorial wirklich flott erledigt ist. Remember, you cannot protect yourself from a burst attack and throw attack. That is all for the explanation. Und auch die Deckung wäre damit erklärt. Bleibt eigentlich nur noch ein Punkt, greifen und werfen. I will begin explaining grab and throw. If you are close to an enemy, you can grab the enemy by pressing the B button. If you are holding the enemy, you can choose which direction to throw him by using the left stick. When you release the B button, the enemy will be thrown. Auch das Werfen relativ kurz und schnell erklärt und alles natürlich auch verständlich. Somit war es das auch schon. Ende. Jawohl. Und wir kommen wieder zurück ins Spielgeschehen. It is dangerous to go out now. Let us get the Metatron ore from the nearest item box. Metatron? What is... It is an essential element of Jehuti. It is needed to automatically repair the body. Before Energie, going out, quasi. You must first get the Metatron ore. So, also durch diese Orbs können wir dann im Endeffekt Energie dazu gewinnen. Jetzt folgen wir also dem Pfeil, um nach draußen zu gelangen. Und wieder eine Sequenz. Typisch. Ich finde ja diese Spiele mit schneller Action wirklich gelungen, wenn sie gut in Szene gesetzt sind. Und das ist Zone of the Enders definitiv. Obwohl es vielleicht so anfangs nicht vorkommt und da im Endeffekt ein bisschen komisch aussieht, lasst es euch gesagt sein, das Spiel ist der Hammer. Anfangs ist es natürlich ein bisschen anders, das muss euch ein bisschen einführen in die Thematik. Aber ziemlich flott, wird wirklich sehr gut, sehr dynamisch und wirklich actionreich. Man muss dem Spiel einfach so eine gute halbe Stunde Zeit geben. Vor allem auch die Feinde sind sehr kreativ gehalten. Das sind jetzt nicht einfach so blind links irgendwelche uninspirierten Mechas, die euch da angreifen, sondern nee, die haben alle unterschiedliche Designs, unterschiedliche Angriffe und davor dann natürlich auch später unterschiedliche Taktiken. Das finde ich ziemlich gelungen. So, dich halten wir mal und schmeißen dich weg. I have detected a Type C orbital frame in front of our position. It is different from the ones we have previously experienced. Und hier kommt schon Violet. Violet. Viola, sorry. Komme ich jetzt zu Violet. So, jetzt kommt schon mal ein etwas stärkerer Mecker. Und der weicht mir hier gekonnt aus. Aber den kriege ich noch. Und ihr seht, das Ganze sieht wirklich fantastisch aus. Die HD Collection macht echt einiges her. Die Standardauflösung der PlayStation 2
kann hier definitiv nicht mitziehen. What? Are you crazy? It's just a kid. I can take care of him even without weapons. I repeat, evacuate now. You have other things to do, don't you? You embarrassed me this time, so Viola verzieht sich. Next time. See you again, boy. The target has disappeared. I can detect no sign of vital activity. You mean that everyone is dead? That is correct. Good work, sir. Okay, der Schrei war jetzt ein bisschen billig. Report your current status. Slash here. I've arrived at Sector 03. Now start destroying the nearby buildings. This is Night Raid. I've also arrived at Sector 05. Should I just wait here? Yeah, that's correct. Viola, report your current status. No need for that. You know what happened. Don't be so harsh. Your turn will come. Just be patient. Anfangs mag die Story ein bisschen verwirrend sein, aber das löst sich natürlich alles im Verlauf der Geschichte auf, keine Sorge. Ich kann es wirklich jedem Action-Anime-Mecha-Fan empfehlen, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Und auch so, wenn man jetzt seine PlayStation vielleicht an einem HD-TV angeschlossen hat und das Spiel mag, sollte man eventuell doch ja, im Endeffekt die Collection wagen, allein wegen dem grafischen Sprung. Your mental condition is declining. The message is being received from a commercial broadcast. I shall patch it through. This is Atlantis. Whoever is aboard Jahuti, can you read me? The unidentified person aboard Jahuti, do you read me? Oh, I can understand how you must feel. Listen to me, boy. Sehr viel Geschichte am Anfang. You did on my monitor. I also know that you're just a juvenile civilian. And you've done all of this. But I didn't have any other choice. I was so scared. I couldn't help it. I'm not accusing you of anything. You proved you can operate the system. Listen, I must ask you to do something. Erinnert mich entfernt ein bisschen an Neon Genesis Evangelion. What? We are a civilian transportation company. Also vom Setting her, von den Charakteren. Jahuti to Mars. Didn't you see any of our people in the vicinity of Jahuti? I don't know. Alan must have been there. He's the frame runner we sent there. I said I don't know, didn't I? By the time I got there, everyone was dead. I see. He was supposed to operate that frame. Now I need your help. I know you can do it. Please. Also Leo ist da quasi zufällig reingeraten und wird jetzt hier gebeten, den Mecha zur Basis zu fliegen. Please. No, I don't want to. Listen. No, you listen. I could get attacked again. And who the hell are you anyways? Why do you want this machine so much? You fought well. We're just asking for a little more of your help. Please. I suppose you want me to kill again. Well, I want nothing more to do with any of you. Go kill or whatever you want. Just leave me out of it. I've got to be going. Then a lot more people will die. What? Everybody will die. Your friends, your family, every single one of them. We can't let them get a hold of Jahuti. If they do, it will be the end of this colony. No, it may be the end of civilization as we know it. You must. Please, help us. Sie fleht ja richtig. You say I can, but how? I can't drive this thing. Yes, you can. I saw you do it, and I know you can do it again. Die Dialoge ziehen sich ein bisschen, ich geb's zu. All right. I'll do it. Das ist ein krasser Kontrast zu der schnellen Action von vorhin. Okay, that's all we ask. All right. If you say so. So, Leo wurde überredet. But I want you to remember one thing. I will never help you kill anybody.
Maybe killing is all right for you people, but it's not with me. I understand. So, we have a business deal. The person in charge is headed to you right now. I can't get through to him, but I'll let you know as soon as I do. Oh, what's your name? Leo. Okay, Leo. I'm Elena Weinberg, second in charge of Atlantis. Just call me Elena. Elena Weinberg, deutscher Name. Can't I? Well, we don't kill indiscriminately, as you seem to think. Okay, I'll see you later. I will explain the mission plan. Okay, jetzt labert noch mal sehr Mecker. In preparation for a battle on Mars. First, we need to rendezvous with the civilian freighter Atlantis and leave the colony of Antilia. However, Jehuti has just had an overhaul and therefore has only minimum system capabilities. Jehuti's capabilities will depend on how many function modules we can install. First of all, we need to transplant the necessary modules from the local server in this area. Let me indicate the local server with a marker. Also, ich muss zum lokalen Server und da Fähigkeitsmodule quasi downloaden. Da ist er schon. We have obtained the program. We have obtained the scouting mode module. So Speermodul erhalten. Das heißt, man kann den Mecker auch später aufrüsten, was richtig geil ist. Ja, Lock-on-Feature haben wir jetzt quasi freigeschaltet. Jetzt gibt es eine weitere Erklärung. I will begin explaining lock-on. If you are at a certain distance from the enemy and you press LT, you will lock on to the target. Kennt man ja aus diversen anderen Spielen, diese Lock-On-Funktion wurde ja mit Zelda Ocarina of Time eingeführt und revolutionierte das Genre, ja. Okay, mit LB und LT können wir jetzt quasi die Gegner anvisieren, was uns natürlich den Kampf extrem erleichtert. If you want to escape from battle, you must first release lock-on. After disengaging, steer in a direction away from the enemy. Und wir können wie in einem rundenbasierenden Rollenspiel quasi dem Kampf aus dem Weg gehen, indem wir hier, wie dargestellt, einfach abhauen. Aber das macht ein Kampfmecker nicht. Wir hauen nicht einfach ab. Wir kämpfen bis zum letzten Blech. Aber wir haben einen Erfolg freigeschaltet. The camera moves in the direction indicated by the left stick. If you release the left stick, the camera faces toward Jehuti. You can also change the direction of the camera by using the right stick. When attacking, you can aim at a certain spot by using the right stick. Eigentlich alles Basics, aber ich hoffe, wir sind jetzt gleich durch mit dem Tutorial und ich kann euch noch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Und ich glaube schon, dass wir dann den zweiten Teil in einem separaten Video behandeln. Ist angenehmer, sonst wird das hier zu lang. Und wir können speichern. Aber zuerst kommen neue Feinde. Let us avoid unnecessary battles. There is another local server in this area. Obtain the flying mode module. Nix da, ich kämpfe jetzt mal erst ein bisschen. Komm, ist gut. So, wir kämpfen jetzt aber erstmal. Schön hier mal die Roboter fetzen. Und das Lock-On-Feature ist richtig cool und macht das Kämpfen definitiv entspannter. So, da sind noch zwei. Na, komm her. Noch ist mein Roboter recht lahm. Es erinnert so ein bisschen an die Metroid-Spiele. Anfangs kannst du gar nichts. Und dann durch bestimmte Items und durch bestimmte Module kann man dann quasi ja sich aufwerten, was richtig cool ist.
So, komm. Zack. Und den fetzen wir auch noch. Passcode erhalten. Okay, da ist noch einer. Die machen wir auch noch platt, holen uns dann das neue Modul. Und dann lassen wir es, denke ich mal, für dieses Mal gut sein. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick, oder ich hoffe, euch hatte kleine Einblick in Zone of the Enders gefallen. Ich finde das Spiel sensationell. Es wird definitiv mit jeder Minute und Stunde besser und besser und besser, das kann ich euch sagen. Wer es noch nicht kennt, sollte es definitiv spielen. Wer es schon hat, kann es überlegen, weil man hier natürlich Trophy und Achievement Support hat und die Grafik natürlich schicker ist. So. Ja, mit diesen bewegten Bildern von JHT, diesem Mecha, den ich gerade steuern, verabschiede ich mich mit von euch. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bei Fragen zu dem Spiel schreibt mich gerne an. Ansonsten sehen wir uns dann ja demnächst wieder mit Zone of the Enders 2 im Gameplay-Check. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Adios und bye bye.